Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. In diesem Video werde ich euch über kommende Items informieren, die noch auf uns warten in den Game Files. Und ich werde euch auch schon ein paar Sachen zeigen, von denen man jetzt schon weiß, wo sie spawnen werden und so. Ja, dafür muss ich jetzt als erstes mal in eine Runde gehen und dann nachher auch nochmal in den Replay-Modus. Aber wir sehen uns gleich, wenn ich in der Runde bin. Erstmal nach Salty Springs. Und währenddessen werde ich euch schon mal die erste Waffe einblenden, die auf uns in den Spieldateien wartet. Es kann gut sein, dass sie diese Woche kommt. Kann aber auch genauso gut sein, dass andere Items diese Woche kommen. Ja, es ist die epische bzw. legendäre Variante des Infanteriegewehrs. Sie macht in der legendären Variante 50 Schaden, in der epischen ein kleines bisschen weniger. Sie hat genauso wie das jetzige Infanteriegewehr kein Damage Drop. Das heißt, egal ob der Gegner 300 Meter oder 5 Meter von euch entfernt ist, ihr macht dauerhaft den gleichen Schaden. Es wird... Na, jetzt kann ich euch das auch... Das ist im Prinzip genauso wie das jetzige Infanteriegewehr. Klein Bullet Drop hat das auch. Die Schüsse connecten nicht direkt, allerdings auch nicht ganz so stark wie bei der Sniper. Da ist der Bullet Drop ja nochmal höher und die Flugdauer auch höher. Das Infanteriegewehr ist im Prinzip so eine Mischung aus AR und hier Sniper. Ich glaube, da können wir schon wirklich gespannt drauf sein, weil die graue AR... Das graue Infanteriegewehr macht zum Beispiel nur 41 Schaden. Ja, und das ist dann eben halt nochmal ein Unterschied, weil man deutlich weniger Schüsse braucht, damit der Gegner down ist. Ich glaube, am Ende macht sich so einen großen Unterschied, aber das Infanteriegewehr ist meiner Meinung nach jetzt auch schon nicht schlecht. Ich weiß, viele haben eine andere Meinung dazu. Das ist hier halt auch nur meine ganz persönliche Meinung zum Infanteriegewehr. Es hat eine sehr geringe Nachladezeit. Das hat ja eine Nachladezeit von 2,5 und die legendäre Variante bzw. epische Variante hat nur die Hälfte der Nachladezeit. Das heißt, man kann die 8 Schüsse nochmal häufiger benutzen. Und eine 1,25er Nachladezeit ist wirklich nochmal ein extremer Unterschied. Zusätzlich wird sie auch eine etwas höhere Schussrate haben, soweit ich das jetzt weiß. So, ich muss mich jetzt erstmal um die Gegner hier kümmern. Danach werde ich über die nächste Waffe sprechen. Ja, oder auch nicht. Dann werde ich euch erstmal das nächste Item zeigen, was keine Waffe ist. Dafür werde ich gleich den Replay-Modus sehen und dort werden wir uns dann auch wiedersehen. So, nach einer ziemlich ewigen Fahrt hier mit der langsamen Drohne. Ich hoffe ja wirklich, dass die erstmal fixen, dass man auch auf dem Computer schneller mit der Drohne sein kann. Bin ich in Tilted hier angekommen. Hier sieht man schon den Wagen. Und hier ist diese Chipkarte, die gibt es auch genauso in den Gamefiles. Die kann man dann hier einstecken und dann kann man seine Teammates wiederbeleben. Wahrscheinlich wird das eine Zeit lang dauern, bis die dann wiederbelebt wurden. Aber auf jeden Fall kann man das so ganz easy machen. Wo ich schon hier bin. Ach so. Ja. Ich dachte schon, da wäre hier eine blaue Minigun gewesen. Hab mich getäuscht, weil das ja ein legendärer Automat ist. Deshalb entschuldigt das kurz einmal. Aber das könnte auf jeden Fall auch sehr gut reinkommen, weil sonst im Replay-Mode eigentlich noch eher die nicht drin wären, sondern mit einem späteren Update erst reingepackt
werden würden. Ich denke mal, das wird echt nochmal den Teammodus auffrischen und beliebter machen, genauso schon wie mit dem neuen Markersystem, was ja auch schon deutlich hilft, dass man mehr Spaß da hat. Auf jeden Fall muss man dann, geht man dann nicht mehr direkt raus, bevor man nicht direkt aus der Runde raus, bevor alle Mitspieler aus dem Squad tot sind, sondern man kann dann noch warten und hoffen, dass man so ein Item findet. Ich denke, man wird es irgendwie in Kisten finden, diese Karte. Und dann verbraucht es sicherlich auch einen Inventarslot. Dann kann man da immer ganz einfach die Mitspieler wiederbeleben. Was mir gerade auch aufgefallen ist, warum ist hier vorne ein Automat und da hinten auch? Den brauchen auch beide nur 250 Holz für eine Minigun. Das, was komplett Replay-Mode ist, immer noch wirklich richtig verbuggt. Jetzt werde ich euch die nächste Sache, die nächste Neuigkeit zeigen. Dafür gehe ich aber wieder in eine normale Runde rein, weil es schwierig ist, sich schnell fortzubewegen im Replay-Mode. Aber bis gleich. Jetzt direkt zu einer Expeditionsbasis, um euch die nächste Neuigkeit zu zeigen, die übrigens auch keine neue Waffe ist, sondern ein neues Fahrzeug, das auch schon demnächst wahrscheinlich kommen wird. Seht ihr ja, dass hier so kleine Plättchen auf dem Boden liegen, wo früher mal die Flugzeuge standen. Auf jedem dieser Plättchen kann ein Hamsterball spawnen. Dem Hamsterball wird man sich fortbewegen können, so ähnlich wie mit anderen Fahrzeugen, zum Beispiel dem Driftboard. Natürlich wird es nicht identisch zum Driftboard oder so sein, sondern es hat seine ganz eigene Funktion. Man kann rollen, wahrscheinlich auch ziemlich schnell damit rollen. Gerade wenn es bergab geht, kann man sehr, sehr schnell rollen. Bergauf wird wahrscheinlich ziemlich langsam gehen. Hier ist irgendeiner gelandet. Lul. Er bewegt sich natürlich dann, wenn ich die Klinge an ihn werfen will. Auf jeden Fall können wir hier auch schon auf das nächste Update gespannt sein, was dort kommen wird. Außerdem gibt es natürlich immer noch schon seit ewigen Seasons, ich glaube schon seit Season 4, in den Datenfiles noch weitere Verbrauchsgegenstände. Und zwar die Der Burger Verbrauchsgegenstände, wie zum Beispiel Fries und Pommes, Popcorn, Burger. Und dazu gab es auch noch kein Update. Das heißt, irgendwann muss es auch soweit sein. Easy 3 Kills. Darauf können wir dann auch irgendwann noch gespannt sein, weil sonst, ich denke mal nicht, dass sie das so lange in den Datenfiles lassen, damit sie es erst gar nicht reinnehmen. Und zum Beispiel die Fries werden wahrscheinlich, die Pommes werden wahrscheinlich dafür sorgen, dass man schneller wird, weil die haben alle ihre eigenen Eigenschaften. Außerdem gibt es noch ein File, die Carrot heißt, also Karotte. Da ist auch die Frage, was damit gemeint sein kann. Schlecht gespielt von mir. Aber auf jeden Fall ist das auch noch ein zusätzliches Item, auf was wir warten. Dann gibt es natürlich noch jetzt nicht auf der Seite der ganzen, wie heißen die, hier Waffen und Items, auch noch die ganzen Map-Änderungen, die warten und generell Story etc. Denn die Risse sind ja nicht weg.
Damit ist ja im Prinzip noch nichts Großes passiert. Es ist ja nur der Vulkan entstanden, aber alle anderen Risse außen herum, damit ist einfach nichts passiert. Das heißt, da kommt auch noch irgendetwas auf uns zu. Ja, darauf können wir auf jeden Fall gespannt sein, was das sein soll. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass die Karte irgendwie noch ein bisschen auseinanderbricht. Aber ja, mehr weiß man dazu auch nicht. Ich werde jetzt noch mal hier nach Retail gehen und es waren natürlich noch nicht alle Waffen, die in den Spieldateien sind. Ihr kennt ja sicherlich noch alle das LMG und in den Data Files ist noch eine zweite Waffe und zwar die LMG Saw. Irgendeine LMG Säge. Ja, was das sein soll, da habe ich wirklich gar keine Ahnung. So eine Waffe gibt es ja im Prinzip schon in Rette die Welt, aber es gibt immer zwischen dem LMG und der LMG Saw keinen wirklichen Unterschied. Ich glaube, die LMG Saw macht ein bisschen weniger Schaden, ist dafür schneller. Und das klassische LMG ist eben halt eher, jawohl. Das hat ihm aber gar nicht geschmeckt. Okay, ist da. Zusätzlich gibt es noch eine Uzi, also so eine kleine Maschinenpistole, ähnlich der taktischen Maschinenpistole in den Datenfiles. Die ist aber noch nicht ganz so extrem lange in den Datenfiles. Und als allerletztes, auf was wir noch warten, sind die Backpacks. Wie zum Beispiel das Intel-Backpack, womit man erkennen kann, wo die nächste Zone ist. Dann noch das Medic-Backpack. Und ja, das gab es ja bisher jetzt auch noch nicht im Spiel. Außer ein Backpack, und zwar das Jetpack. Ja, wenn euch das Informationsvideo gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.